Drück schönen guten Tag. Ich drück mal ein. Du siehst einfach, du fliegst einfach nur die ganze Zeit zickzack über diese Map. Ja. Genau. Speed up. Gib ihn. Alter, Cheater. Ich hätte nicht M drücken sollen. Wuhu. Alter, was für ein Cheater. Ich glaube, das Mount Flux kompensiert. Kennst du nicht den Film Zurück in die Zukunft? Doch. 1.21 Gigawatt, gib ihn! Dröhn erstmal diesen Mount 1.21 Gigawatt in den Hintern. Jetzt machen wir eine Zeitreise. Fluxkompensator an. Fährt tot. Oh, scheiße. Okay. Ah, hier, da oben. Ich bin noch nicht durch. Hier, guck mal, oben links, dieser fliegende Burg, die gehört jemandem. Das siehst du da, da steht so ein Namensschild dran. Das ich sehe gar nichts. Ich bin immer noch in diesem Fluxkompensator-Zeittunnel. Aber hier siehst du gleich so fliegende Maps. Und da steht ein Name dran. Kawaii Popo Gursel. Läuft. Oder mal halt als Gilde kannst du sowas machen. Alter, ehrlich, ja, es gibt eine Landebahn. Bin durch. Guck mal, es gibt eine Landebahn. Lol. Oh, das ist eine Burg. Also solche Burgen kann man sich kaufen. What? Ach da, hier sehe ich. Als Gilde, glaube ich. The Dark Knight. Läuft. Und die schweben wirklich random durch die Gegend? Mhm, glaube schon. Das ist ja richtig nice. Also du weißt, was die Knights machen werden. So eine riesen Inhalt, denke ich, haben. Was hat die für eine geile Waffe? Die habe ich auch, aber ich kann sie noch nicht ausrüsten, ist die doof. Alter, läuft bei den Burgen, läuft enorm. Ich würde jetzt sagen, wir könnten sie mit Käse belegen, aber das ist ja in der letzten Folge geschehen. Also, worüber sprechen wir diesmal? Burgdesign? Da. Ja, da. Da, bist du das? Ach nee, warte. Der fliegt gerade weg. Warte auf mich. Warte, bist du. Guck mal, du landest. Und dass die echt eine Landebahn gebraucht haben, ne? Tja, läuft. Okay. Gehen wir weiter, oder? Weiter? Mhm, weiter. Also, dieses Thema von dieser Folge, einer FS, von dieser Folge ist... Wissen wir noch nicht. Finden Jump Suits. Wie findest du Jumpsuits? Was für Dinger? Keine Ahnung. Jumpsuits sind wohl solche komischen Klamotten. Das ist wie so ein Kleid bloß mit Hose. Ein Kleid mit Hose. Mhm. Das ist scheiße. Zusammenhängt. Ja, ja. Find ich also scheiße. Statt ein Rock unten dran, sondern Shorts. Finde ich scheiße. Ich irgendwie auch. Und warum heißen die Jumpsuits? Weil man darin jumpen kann? Weil kleine Kinder damit besser turnen können, ohne dass man alle zwei Sekunden die Unterwäsche sieht und die Eltern sich denken, oh mein Gott, hör doch auf so zu jumpen, aber es ist ein Kind, lass das Kind spielen, aber naja, I don't know. Ich musste mir gerade diese Waffe von dem Typ wieder angucken. Die was? Ich musste mir gerade diese Waffe angucken. Du hättest was anderes nehmen sollen, eine Klasse, wo man die Waffe besser sieht. Damit du immer so von deinem Waffendesign zeigen kannst, ich habe mich verlaufen. Bei mir werden die Charaktere nicht ganz angezeigt bis jetzt. Wo bist du denn? Ich stehe noch rum, ich lagge enorm in dieser Stadt. Ab dahin muss ich hin. Wow, sind das Nippel? Was, wo? An der Statue. Oh, Nippel. Das oh, jetzt Nippel. Müssen wir uns davor hinstellen. Warte, wir müssen uns umdrehen und davor hinstellen und zusammen... Erstmal. Warte, noch ein bisschen nach vorne. So. Warum sind da Nippel? I don't know. Und wieso kann ich die... Ich will alles ausblenden. Ich möchte alles sehen können. Das wäre so cool. Schreib mal in die Kommentare, wenn man das kann. Also, du kannst diese Map aus... Also, indem du N drückst. Das kannst du. Mehr weiß ich nicht. Du und ich, Mogi. Du und ich. Tschüss. Wir sind ein merkwürdiges Team. Also ich bin weitergegangen, bevor mein Speedbuff aufhört. No. Mein Name ist aufgehört. Und lag! 1 FPS und jetzt geht's wieder. 18 FPS. Oh, diese Frame-Einbrüche, die sind grausam. Oh, ich habe eine Katze gehört.
Das ist das Haube. Ich habe jetzt gerade eine Quest angenommen hier. Okay, ich bin unterwegs. Gears, okay. Warte. Ich bin da. Doch noch nicht. Jetzt bin ich da. Ich helfe gern. Okay. Mogi, warte auf mich. Oh, Video. Ich sehe es noch nicht. Warte auf mich, Mogi. Ja. Psst, jetzt sei mal leise. Auf Video. Aber nicht das wohl, die Stadt Velikan wohl mit Käse belegen kann? Hauptstadt der Valkyon-Föderation und Bastion der Zivilisation auf dem Kontinent Arun. Hier sind wir versammelt. Menschen, Hochelfen. Ach verdammt, ich hätte fragen sollen, ob ich die Nippel mit Käse belegen kann. Und Elin. Und trotzen unserem. Wäre nicht witzig gewesen, aber hätte sein müssen. Das ist ein Scheiß. Argonen. Jenseits des Meers in Schara. Vergiss dir das einfach. Armeen, um die oh mein Gott, wie in dem Video einfach die Titten wackeln. Fürs Erste. So weit bin ich noch nicht, warte. Bei der einen Szene einfach, wow. Warte, so weit bin ich noch nicht. Sind bei weitem nicht die Ach, das meinst du. Morgen, du bist ein Spinner. Seit wir an der Argonenfront kämpfen, werden die Monster hier immer dreister. Aber komm, guck mal, man konnte das nicht übersehen. Plündern ganze Städte. Wir müssen die Heimatfront stabilisieren. Warte, diese Folge wird Cheeseboobs heißen. Wirklich? Nein, nicht wirklich. Ich will ja nicht zu abzählen werden. Ich bin ja nicht einer von denen. Um sie aufzuhalten, aber wir hoffen, dass euer jugendlicher Kampfgeist. Oh, diese Szene, die konnte man nicht übersehen, einfach wo die das so wackelt. Vielleicht seid ihr der nächste Elion. Beiwillig. Vielleicht sind wir der nächste Elion. Noch ein Video danach, cool. Endlich. Wirklich. Warte doch mit den Videos. Wir sind nicht gleich auf. Für die Föderation. Und machen wir hier danach. Cool. Meine Katze schon wieder auf dem Tisch rum. Das ist mein Charakter. Alle reden von euren Leistungen auf der Insel der Dämmerung. Ehrlich? Gute Arbeit. Aber werdet nicht übermütig. Ab sofort seid ihr im aktiven Dienst. Na. In ein paar Wochen werdet ihr euch danach zurücksehnen, auf der Insel der Dämmerung Ferkel zu jagen. Was habt ihr erwartet? Eine Parade? Der Typ war ja uncool. Der Typ ist uncool noch. Abtreten! Ich kann den Gestank von Ferkel. Cool, ich kann's gehen. Wollen wir ihn töten? Kann man nicht. Du kennst mich, sonst werde ich schon längst tot. Schon dreimal. Bam, 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 bam. Ach, hör doch auf so laggen. Lag, 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 die lag, lag. Oh mein Gott, wie geil sieht die Waffe aus? Ach komm, ehrlich? Was? Das leckt so. Und Level up. Guck dir die Waffe an. Alles cool, die sehen immer gleich aus, oder nicht? Bei dir. Nein, die schönes Outfit. Warte, da. Ich dachte schon, du wärst das hier. Nein, nein, hier, jetzt guck mal, wenn ich schieße, dann klappt von vorne dieser Flügel aus. Das ist voll awesome. Läuft bei dir. Ich weiß. Die Waffe ist schon cool, das würde ich gerne spielen, aber ich vertrapp mich. Du hättest Dings spielen sollen, Krieger oder so. Nee. Hättest du ja auch so große Waffen gehabt, die dich immer also sehr deine Karte ist enorm nice. Ich konnte sie nicht aussuchen als Dingens, ich habe sie ja nicht mal gesehen. Ich, ja ich weiß, deswegen, ich gebe zu, ich habe sie extra nicht gesagt, damit wir nicht die gleiche Klasse haben. Oh, und du weißt, ich hätte sie genommen. Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja nichts gesagt. So wie bei Echo of Soul. So in der Art, ja. Warte, ich muss kurz nachlesen, was das ist. Okay. Oh, ist mein Bogen sexy. Okay. Boah, das klappt ein Flügel aus, wenn ich damit schieße.
Ach, Morgi, du bist gemein. Aber jeder spielt sie. Ich bin schon froh, dass ich nicht so Mainstream-Charakter genommen habe. Hä, so viele Leute. Ich hab schon extrem viele Dings gesehen, auch Bogenschützen. Na, ich sehe irgendwie die ganze Zeit nur diese. Okay, ich mach Ingenieur. Dir Beispiel. Okay, ich mach dir Beispiel. Oh, warte, das ist gar kein Player-Glück gehabt. Oh. Dann mach ich dir ein Beispiel. Hier haben wir ein. Ich weiß gar nicht, was das ist. Magier. Okay. Oder da läuft ein Krieger. Okay. Okay, diese Waffe sieht schon extrem nice aus. Bei mir hangen die Charaktere gerade. Oh, jetzt ist. Ist das auch fast dieselbe Waffe wie deine, bloß die leuchtet nur. Und da kommt Blitze raus. Die will ich haben. Ui, die ist wahrscheinlich nur gesockelt oder so. Zaubert gesockelt. Nein, ich bin Level 51, ich glaube nicht, dass du eine Level 11er Waffe benutzt. Ha, wer weiß. Also ändern sich die Waffen mit dem Level kaum vom Design her. Läuft. Genau, gut erkannt. Wahrscheinlich leckt es bei mir nur so, weil es eine riesengroße Stadt ist, aber es leckt ja auch sonst vor. Ja, ja, aber immer. Hier sind ja extrem viele Spieler auch noch. Ja, das meine ich ja. Auf meinem alten PC hat es den Sturmwind auch immer geleckt. Auf meinem jetzigen nicht so, aber dennoch. Es geht um das Prinzip, ne? Okay, wie komme ich aus dieser scheiß Stadt raus? Ich will meine... I don't know, hoffentlich müssen wir nicht so viel lange hier drin questen wie in der letzten Stadt. Okay, hier oben müssen wir irgendwas machen. Cool. Ich bin dir schon einen Schritt voraus. Boah, anscheinend können wir gleich wegfliegen. Noch nicht, weil wir... Ich sehe gerade hier... wie, als die Pixel reinkamen, wie die Brüste angefangen haben zu wackeln. So, fällig, merkwürdig. Okay, ich guck mal, alles muss ich jetzt, müssen wir jetzt wieder fliegen? Wir haben einen anderen Flugpunkt. Gehen wir dorthin? Nein, warte. 10 bis 25. Nein, warte, man kann, es gibt einen Ausgang bei der Stadt. Aber wir müssen sowieso so oder so wegfliegen. Warte, schimmer dein Leben. Okay, ich stelle mich hier hin und tanze. Weil da hinten gibt es noch etwas, was man abgeben kann. Deswegen denke ich mal, du kommst mit mir, ne? Stimmt's, guck mal. Tue ich das? Ja, du bist natürlich direkt hinter mir. Ach ja, Morgi, ich bin unterwegs. Lass mich nochmal durch die Stadt laufen, wo ich nur ein FPS hab. Ist so praktisch für das LP. Bin gleich da. Wir laufen zusammen bis hierhin und dann läufst du einfach weg und dann fragst du mich, wo bist du? Ich hab zu wenig Geld, um mein Inventar zu erweitern. Das kostet mich ein Gold noch. Oh. Na? Bankier, warte. Ich. Bank. Okay, ich will meine Sachen verkaufen, ich bin ehrlich. Weil in der Bank will ich noch nichts einzahlen, aber wo ist denn Händler? Hier ist doch viele Typen. Bürger. Ich bin bei einem Händler. Alter, wo bist du? Guck auf die Map, ich bin bei einem Händler. Ja. Ah. Kristallhändler, Blahändler. Nimm erstmal den Bogen. Und hast du die Quest abgegeben? Wie? Was? Wie bitte? Quest abgegeben. Ui, die Klamotten sehen jetzt anders aus und trag jetzt keine Ballonhosen mehr. Heftig. Hi, Mobi. Hi. Bist du da? Ja. Und Schuhe. Sehen die Schuhe wenigstens sassy aus? Scheinbar nicht so. Wo bist denn du? Da. Soll ich dir noch eben zeigen, wo du die Quest abgeben kannst? Ja, geil. So, okay. Dann zack. Jetzt kannst du. Ja, wo ist Quest? Wo, wie bitte? Wo? Ich glaub so, okay. Es gibt nur einen Spaß, der so schießen durch die Stadt dann. Und alles zerstört. Bam, 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 bam. Hier, da, da, da. Bei dem. Gibt's hier nicht einen Friseur oder so? Mm. Alter, was läuft hier? Hier ist die Bank. Was läuft bei den kleinen Mädchen und ihren Outfits? Wieso? Schau sie dir mal an. Oh, warum hat die Bikini an?
kann doch nicht wahr sein. Ich meine, what the fuck? Du hast recht, ich hätte ein kleines Märchen spielen sollen. Voll Pedo. Ach, hier ist ein Aktionshaus. Ja, hier oh, hast Kostüme. Du da beim Inventarverwalter hast du gemacht? Wie bitte? Beim Inventarverwalter hier abgegeben. Ich suche gerade nach Kostüm. Oh, 7000 Gold. Wo denn, wo bist du? Beim Auktionshaus. Du hast mich doch hierhin geführt. Ja, aber nur weil hier eine Quest daneben ist. Oh. Nice. Euch hat wohl jemand hereingelegt. Inventar erweitern, 15 Silber. Ja, mach mal. Gut auf euch auch. 3 Gold, nein danke. So, und jetzt? Hast du hier noch gemacht? Irgendetwas? Ja. Haben wir hier noch irgendetwas? Aufsatteln. Wir können aufsatteln. Wo können wir aufsatteln? Wo steht das? Als Quest. Warte, ich sag, du, das ist? Nächstes Gebiet. Nicht mehr hier weiterkommen. Okay, also müssen wir jetzt zum Flugmount-Ding. Ja. Okay, ich bin unterwegs. Ich sehe dich. Mich kann man ja auch nicht übersehen. Kann man das nicht? Ich folge einfach der Spur der Explosion. Ich kann der Spur gleich nicht mehr folgen, wenn du so langsam bist. Mogi, wo ist deine Spur? Ich habe mich verlaufen. Geradeaus durch, Dude. Geradeaus durch. Einfach mal über die Tresen springen. Über die Tresen. Über die Tresen springen. Folgt meiner Spur, Kuma. Jetzt habe ich die Führung verloren. Ah, ich war der Führer. Fliegen. Schon wieder 10 Silber. Das ist teuer hier. Mann, 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 du. Tja. Erst wird 15 Silber das Inventar arbeiten und dann darf. Aber ich hoffe, wir kriegen gleich noch halbwegs genug Geld. Ist das ein Penisflagge? Wo? Kawaii. Läuft. Nein, ich glaube, das soll eine Rakete sein. Nein, das ist Regenbogenflagge und mit einem Penis drauf. Okay. Nein, why not? Das ist kein Penis, ehrlich nicht. Die Regenbogenflagge ist ja mittlerweile die offizielle Flagge der Homosexuellen. Warum auch immer eine Regenbogenflagge? Ist kein Penis. Ist eine Rakete. Das sind ja, okay. Zwei Münzen und eine Bockwurst. Ey, guck mal. Oh mein Gott, du bist hinter mir. Ich sehe dich. Ja, ich bin direkt nach dir drauf. Cool, das sollten wir öfter machen, dass wir zusammen fliegen können. Ja, wir sollten gleichzeitig auf OK drücken. So habe ich und Harold das immer bei WoW gemacht, dass wir dann gequestet haben. Auch wenn wir nicht aufgenommen haben. Wow. Wäre mein Internet hier besser, viel besser, hätte ich auch mein gesamtes Leveln gestreamt bis Level 22. Einfach so. Aber ich kann ja gar nicht streamen. Okay. Fluxkompensator fluxuriert. Das zerrt just sich mal wieder in die Pants. Tja. Und so sieht, und Leute, so sieht das aus, wenn ein Pferd Dünnschiss hat, dann wird's echt schnell. Aha. Der hat so ein Kristall auf dem Bauch. Die kommen wahrscheinlich am Sattel. Dann noch nicht merkwürdig aus. Mein Gott, ich bin... Ey! Ja? Hier, die da oben ist noch nicht erworben, wo man drunter herfliegt, oder? Ist die erworben? Warte, man muss die erworbenen... man muss die bestehenden Schlösser aufkaufen? Ja, so, ja. Und sonst wäre es unlogisch in meinem Kopf gewesen auch. Ja, ja. Du musst bestehende Häuser kaufen und danach kannst du die, glaube ich, ausbauen. Ja, aber auch irgendwie klar. Man... Kann ja nicht sein, dass Profil. Na, es ist irgendwie aber auch klar, dass in der Stadt alles ausverkauft ist. Aber der hier direkt wäre schon nice. Gut, wir müssen eine Gilde gründen. Wie machen wir das? Machen wir später. Wenn wir machen auch. Wir jetzt. Wir haben eh zu wenig Geld für sowas. Ah, das Spiel schmeißen zusammen. Ich denke, das kostet so 500 Gold oder mehr. Wahrscheinlich sogar mehr. Hm. Das Spiel macht echt Spaß. Wirklich Spaß. Ich glaube, ich werde den zweiten Charakter stellen und den einfach mal so nebenbei herzocken. Das habe ich auch. Dann lass den
zusammen anfangen und danach einfach damit aufhören, zusammen weiterzuspielen. Wer weiß, vielleicht wird das ja mein zweites WoW, vielleicht hören wir ja gar nicht auf. Aber es ist schon lustig, das Aktionshaus sah schon genial aus. Die Community soll wohl sehr freundlich sein in diesem Game. Und bis jetzt okay. Habe ich noch keine versteckten Kosten gefunden, wo die sagen, kauf Verdauungspillen, damit du mehr essen kannst und deine Stärke zunimmt. Also was in der Art, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Aufmounten. Du hast schon aufgemountet. Ne, ich habe aber mein erstes gerade gekauft. Also meine Kosten. Du kannst zwischen drei von diesen Dings aussuchen. Okay, lass uns gleich zusammen entscheiden, noch nicht holen. Ich hab schon. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Okay. Lohnt sich das für mich? Was soll ich sagen? Welchen hast du geholt? Sag ich dir nicht. Nicht, dass wir denselben haben, Dude. Den ganz oben rechts habe ich genommen. Okay. 15 Sekunden. Tempo 240, Tempo 240. Wahrscheinlich sind die alle gleich, also mit anderen Farben. Ja, schon. Das ist mir jetzt eigentlich relativ egal mit dem Pferd. Hast du? Noch nichts. Allgemeine Artikel kaufen. Reitfertigkeit, rotbrauner Wallach kann man hier auch noch erwerben. Für 21 Gold. Wo bleibst du? Ui, ich hab's, okay. Wie mache ich das jetzt? Okay, das drück K, dann und ganz rechts ist Reittiere und ich habe mir das halt auf F1 jetzt gezogen. Auf F1 habe ich meine Nahkampfattacke. Ach so, echt? Warte, Reiten, ich habe hier keins drin. Warte, Inventar, das musst du erst erlernen. Ach, da ist das Buch. Ich habe schon gerade gesucht gehabt. Ja, ich hab vergessen, ich dachte. Ja, am besten stelle ich mir auf F9, damit meine Aufnahme immer abbricht, wenn ich was mache. Oh. Na okay. Zum Glück ist das nicht das braune Pferd. Und braune hätten wir noch am wenigsten gefangen. Warte, stell mir neben mich cool. Ich bin größer, Bitch. Ich bin niedlicher, Bitch. Also. Hi. Oh, die ist ja noch niedlicher mit den Hasenohren. Oh. Nö, was? Ich mag diese Hasen-Curry etwas jetzt nicht. Ja, aber ich fand diese Hasenohren cool. Jetzt ehrlich, ist man überhaupt schneller? Ja. Ein bisschen. What? Lag? Ich muss aufhören so zu laggen, das regt mich richtig auf. Braucht ihr Hilfe? Lebt wohl. Oh mein Gott, Leute, Kuma leckt. Habt ihr das gehört? Wie bitte? Du leckst. Mhm. Wen leckst du eigentlich? Hm? Deinen Charakter. Oho, gegeben. Die Mutter deines Charakters. Oh. Oh nein. Den kann ich nicht mal aus Spaß bringen. Wow, ich bin gerade am Questgeber vorbei. Hä, bin ich dumm? Ein bisschen. Warum? Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Okay. Guck mal, was durch. Sicher? Ja, schau auf die Map. Wird mir nichts angezeigt. Hast du die Quest nicht angenommen? Doch. Weißt du, was steht da? Drück M. Im Feenwald. Och. Ich muss Stufe 12 sein. Bist du Stufe 12? Nein, ich bin Stufe 11. Okay. Für meine Quest muss ich aber Stufe 12 sein. Also ich kann irgendwie schon. Diese Blüten einsammeln, ne? Ja, okay, ich habe meine Blüte. Fertig. Irgendwas habe ich gefunden und da und... Ich habe gerade eine Blüte eingesammelt. Guck mal, wie geil das ist. Hier gibt Schafe. Mhm. Okay, die kann ich nicht auch. Ja, aber diese Schafe sehen awesome aus. Kein Anspruch auf. Ach komm schon. Hä, ist die Quest noch nicht fertig? Nein, ich wurde angegriffen, als ich das gesammelt habe. Oh. Hier liegen zwei Sachen und ich kann sie nicht sammeln. Dann hast du ihn auch nicht zuerst angegriffen. Nein, die lagen hier vorher schon. Ja. Jetzt konnte ich es nehmen. Cool. Ich weiß nicht warum, aber jetzt konnte ich einfach nehmen. Ich hätte auf F4 legen sollen. Man kann direkt aufmounten, ist ja cool. Ja, habe ich eben auch gedacht. Schnei.
Jetzt müsste es nur noch coole Flugbounds geben und alles wäre Spitzenklasse. Ich bin noch gar nicht fertig. Also einen Flugbound haben wir ja schon gesehen. Auf dem wir saßen. Als automatisch fliegen. Ist ja nicht wirklich. Warte mal kurz. Okay. Ich will, wenn ich ehrlich bin, ich will die angreifen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, guck mal, die greifen diesmal automatisch an. Endlich. Ja, aber wir aus dem Anfängergebiet sind. Wie bitte, wo, was? Ich mag das Spiel irgendwie. Die Melodie gefällt mir auch ganz Zeit hier. Ich habe gar keine Melodie drin, das ist nicht scheiße. Also. What the fuck nochmal? Oh mein Gott, guck mal. Ja, oh. Wir müssen dann gleich nochmal ein Duell machen, okay? Ach nö. Oh, hier sind überall Bienen. Und sie gucken mich alle an. Bienen sind gefährlich. Mogi, komm her, schnell. Das wird dir gefallen. Schau auf die Map. Okay. Guck mal, guck dir meine neue Attacke an, die ich gerade sehe, dass ich die hab. Guck dir die Bienen an. Greif am besten die Bienen an. Okay, pass auf. Läuft bei dir. Minigun, Bitch. Okay, ich gehe schnell die Quest abgeben und komm wieder. Du hast das schon gemacht, oder? Warte, ich will mitkommen. Mit der Blume. Ich will immer stehen bleiben, um aufzumounten. Da muss man ja gar nicht. Tja. Ach, warte, die hast du noch gar nicht abgegeben? Nein, eben, das ist ja. Ich habe sie noch gar nicht gehabt. Ich habe die Blume jetzt erst gesammelt. Okay, cool. Ich kann gecheckt, was abgeht. Ich habe irgendwelche anderen Kräuter gesammelt. Anstatt die Blume. Wow. Ja. Arbeiter. Kann ich hier einen Job lernen? Warte, ist da ein Fragezeichen bei dir oder was? Ist hier ein Fragezeichen bei dir? Warte, was? Fragezeichen von mir hier vorne, hinten. Ja, danach müsste hier eins auftauchen. Dann warte ich hier. Jo. Na, siehst du Neko? Oh, ich wäre auch gerne ein Neko. Also Streichmännchen geht auch. Nur die Stärksten überleben hier. Ein starker Körper bleibt euch treu. Ich bin gar. Hör doch auf! Wer? Hier diese falsche anzulabern. So, dich will ich anlabern. Danke. Guck mal, du kannst auch Escape drücken und den anklicken, wenn das nicht klappt. Einer. So, Mogi, jetzt ist da hinten das Fragezeichen. Okay, hast du das Fragezeichen schon genommen gehabt? Ja, ich Oh, hier ist auch noch das Fragezeichen. Das Fragezeichen. Das ist gerade nur Laufarbeit, voll der Scheiß hier. Hier. Kommt vor, jetzt ist hier ein Fragezeichen da hinten. Okay, null. Da hinten. Das sind alle Depri. Kommt ein bisschen so vor, ne? Das sind auch Flüchtlinge. So kalt, so schwach. Yo, man. Alles ist cool. Steh wieder auf. Schön, dass du spielst, wie deine Stärke wieder zurückkommt. Wenn du willst, dann könnte er... Was? Nichts? Ich wollte nichts sagen. Okay, ich habe eine Quest angenommen. Cool. Kuma? Jo. Jo, ich muss Flüchtlinge aufmontern. Ja, da bin ich auch noch gerade bei. Ah. Aber da unten ist ein Ausrufezeichen da, ne? Jo, ich hab's gesehen, ich hol's mir gleich. Nachdem ich fertig bin. Ich helfe gern. Weil der gibt ja auch eine Belohnung. Okay, der hier wahrscheinlich auch gleich, aber. Irgendwie nicht so. Nicht so. So, da unten auf der Minimap sehe ich auch noch ein Ausrufezeichen. Braulehrling, jetzt können wir braun lernen gleich. Vielleicht. Da unten auf der Minimap ist auch noch ein Ausrufezeichen, lass mal darauf rein. Wir können ja reiten. Und jetzt habe ich die Folgen nicht mehr. Blick. Wir haben 25 nach. Wann habe ich die Folge angefangen? Weiß ich nicht, aber die Folge kannst du dann endlich reiten. Naja, aber ich kann jetzt die Folge beenden und gleich eine neue anfangen. Würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, wollte ich gerade sagen, dann mach das so. Danke fürs Zuschauen. Hier gibt's gar keine Quest. Irgendwie. Doch, warte, vielleicht. Verfügbare Questen. Ach da. Das war, Schwarze Kreuz war bei mir noch gar nicht. Nein. Achso, das ist nur ein... Okay, das zeigt nur an, wo das schwarze Brett ist. Na, dann lass mal aus der Stadt rausreiten und uns verabschieden. Nicht, dass wir in der nächsten Folge direkt in der Stadt anfangen und ein bisschen noch rumgammeln und noch zum Händler müssen. Muss ich zum Händler? Wo? Ich habe eine Kette. Aber die kann ich nur an, die kann ich auch anlegen. Das ist auch mal. Dann kriegt ein bisschen Mana. Ba. Also, wir treffen uns auf der Brücke, Mogi. Okay. Hast du die Folge jetzt eigentlich beendet? Nein, noch nicht. Ich beende sie hier am Ende der Brücke. Nein, beende sie und ich komme gleich dazu am Ende. Okay.
Naja. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich kann reiten und dieses Mädchen bereitet sich breitbeinig auf diesen Teil, wo es einfach nur sehr obszön und falsch aussieht. Level up! Sag ciao, Mogi. Und auf Wiedersehen, meine lieben Freunde der Natur. Kauft euch Sonne. Und vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, über was ich und Mogi diskutieren sollen. Sonne. Griechenland. Nein, diskutiert über Sonne. Ah, ist auch gut. Na gut, bis zum nächsten Mal. Bei Terra mit Mogi und Kuma. Mogi und Kuma. Ah, ich vermisse mein altes Intro. Vielleicht spiele ich diesen Song, mein altes Intro, über Wenn wir tanzen. Weil ich dran denke. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ciao. Mogi und Kuma, scheiß Dings, boah, den mag ich nicht. Oh, ich aber. Bis dann. Ciao.